Allerdings haben die Norddeutschen ein Spiel mehr in der Hinterhand. Für den Gast aus Aue spitzt sich der Abstiegskampf nach der dritten Pleite in Serie hingegen zu. Punkt, 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 Punkt. 2 Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz kann der Tabellen-13. Punkt, 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 Punkt. Im Laufe des Wochenendes nach unten durchgereicht werden. Vor 20.121 Zuschauern schloss Kruse keine 3 Minuten nach Spielbeginn einen Bochumer Konter zur Führung ab. In der 77. Punkt, 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 Punkt. Minute erzielte er in Überzahl den Siegtreffer, da die Auer die Partie nach der roten Karte gegen Dennis Kempe, 65. Notbremse, zu 10 beenden mussten. Punkt, 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 Punkt. Pascal Köpke hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, 16. Punkt, 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 Punkt. Bereits nach 5 Minuten musste Aue-Trainer Hannes Drews auf die Tribüne, nachdem er sich vehement über eine Abseitsstellung beim Bochumer Führungstreffer beklagt hatte. Punkt, 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 Punkt. Als das Spiel zu verflachen drohte, brachte der Platzverweis neuen Schwung. Bochum drückte seinen Gegner tief in die eigene Hälfte und wurde belohnt. Punkt. Video, Player to Watch, Chefkoch, Gnabry auf Rekordjagd und WM-Kurs? Punkt, 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 Punkt.